Ja, herzlich willkommen zu unserem dritten Tag dieses Global Dialogs, die überschrieben ist als Platform for the Future. Die Globalisierung unserer Zeit hat zur Folge, dass eben die verschiedensten Kulturen intensiver aufeinander einwirken, als es je der Fall war. So schreibt heute im Tagesspiegel zumindest der Staatsminister für Kultur, Michael Naumann, zu diesem Global Dialog. Doch mit welchen Folgen, das wollen wir heute diskutieren, meine Damen und Herren. Kulturelle Globalisierung ist heute eingebettet in den widersprüchlichen Kontext nationalstaatlicher Abgrenzung auf der einen Seite und dann wieder staatsübergreifender, politischer, wirtschaftlicher und technischer Prozesse. Der enorme Modernisierungsdruck stellt wirtschaftliche Grundlagen und kulturelle Werte der Staaten und ganz unterschiedlicher Gesellschaften in Frage. Moderne Kommunikationsmittel fördern natürlich diese Entwicklung zudem in ganz beachtlichem Maße. Wie kann also ein Land an der Globalisierung einerseits teilnehmen, ohne gleichzeitig wichtige kulturelle Elemente und gewachsene Strukturen aufgeben zu müssen? Inwieweit sind wir schon auf dem Weg zu einer Vereinheitlichung unserer Kultur? Darüber wollen wir diskutieren. Und ich begrüße jetzt auch ganz offiziell Michael Naumann zunächst einmal. Bevor er seine kulturellen Aufgaben begann, im Kanzleramt wahrzunehmen, hat er ganz verschiedene Aufgaben wahrgenommen. War Journalist, er war Dozent, er war Leiter der Verlage Rowohlt in Rheinbeck und in Berlin und hat dann verlegerische Aufgaben in New York wahrgenommen. Herzlich willkommen. Dankeschön. Zu seiner Linken Verena Metzel-Mangold, herzlich willkommen, auch die Leiterin des Bereichs Koordination bei der Intendanz des Hessischen Rundfunks, aber ganz wichtige zweite Funktion bei der Deutschen UNESCO-Kommission, Vizepräsidentin und dort zuständig eben für Information, Informatik und Kommunikation. Schön, dass Sie hier nach Hannover kommen konnten. Ich begrüße Michael Oppitz. Er ist Professor für Ethnologie an der Universität Zürich und Direktor auch des dortigen Museums für Ethnographie. Und viele Jahre hat er im Himalaya geforscht, heute in Hannover. Tag. Und zu meiner Rechten, Carmen Francesca Banciu, richtig ausgesprochen, hoffe ich. Sie stammt aus Rumänien eigentlich, Sie sind Schriftstellerin, Frau Banciu. Sie leben seit 1991 in Deutschland und Ihr jüngstes Buch, wir haben eben gerade darüber gesprochen, das heißt Ein Land voller Helden, handelt von der Revolution in Rumänien, das haben Sie jetzt in Deutsch geschrieben. Ist das Ihr erstes Buch in Deutsch? Nein, das ist mein zweites. Zweites Buch in Deutsch bereits. Ja, und ganz rechts außen hier an meiner Seite, Rajiv Sethi, arbeitet sozusagen in der ganzen Welt, er ist die verkörperte Globalisierung, wenn man so will, als Szenograf, als Historiker, als Maler, als Musikkünstler und als Filmemacher. Nur Bücher schreiben, hat er mal gesagt, das will er erst tun, wenn er 70 ist. Hat hier auf der Expo die Basic Needs Ausstellung, ich weiß nicht, ob Sie alle schon da waren, im Themenpark gestaltet. Dabei geht es ja um die Darstellung der grundlegendsten materiellen Bedürfnisse wie Wasser, zum Beispiel Nahrung und Obdach. Aber es geht vor allem auch um Respekt, um Toleranz, um Identität und um Gemeinschaft. Herzlich willkommen. Tja, gehen wir direkt rein. Sind wir auf dem Weg zu einer neuen Einheitskultur, Herr Naumann? Also das, was ich da heute geschrieben habe, das ist natürlich überhaupt nicht zurück. Aber die Wahrheit ist, die intensive Beeinflussung von einer Kultur auf die andere bedeutet keineswegs, dass eine Kultur sich der anderen in einem Prozess von, sagen wir mal, 5 oder 10 Jahren so anähnelt und so angleicht oder anbreitet, wie Sie wollen, dass man sie am Ende von der anderen nicht mehr unterscheiden kann. Aber was passiert? Und das ist eigentlich das Interessante an der sogenannten Globalisierung. Die Übernahme von kleinen Teilen der jeweiligen anderen Kultur, die früher sich über buchstäblich Jahrhunderte hingezogen hat, innerhalb eines halben Jahres. Also mein Lieblingsbeispiel ist die umgedrehte Baseballmütze. Das kam aus den Ghettos von Amerika und war innerhalb eines halben Jahres für eine Altersgruppe in der ganzen Welt. Rajiv Sethi sagt übrigens heute noch in Indien, in kleineren Dörfern, gewissermaßen die Weltkleiderordnung für 14- bis 15-Jährige. Das heißt, alle hatten eine modische, kulturelle Geste aus einem gewissen Ort oder aus einer gewissen Gegend übernommen, ohne auch nur zu wissen, was das mal bedeutet hatte, nämlich Rebellion gegen die Bullen. Oder aber auch eine Gang, die sich auszeichnet dadurch, dass sie die Kappen nach hinten. Das wurde einfach eine allgemeine Weltmode, die auch plötzlich wieder verschwunden ist. Also Globalisierung in Kultur bedeutet,
Beschleunigung der Übernahme von Kulturelementen, Vernutzung und dann auch in den meisten Fällen, wenn es sich um eine substanzlose Sache handelt, wie zum Beispiel die Frage der, wie trage ich die Baseballmütze, Verwerfung innerhalb einer kurzen Frist. In anderen Worten, Globalisierung bedeutet nicht Bedrohung, sondern oft genug Ergänzung, Unterhaltung mit irgendetwas Neuem, was dann auch wieder absinkt. Hm. Wie weit, Frau Bandschuh, würden Sie diesen Weg bereits sehen, den wir hin zu einer vereinheitlichten Kultur gemacht haben? Also ich sehe es aus der Perspektive von jemandem, der aus einem Land kommt wie Rumänien, also als früher eine Diktatur war und wo man anders versucht hat, die Menschen zum einheitlichen Denken zu zwingen und die Künstler zu einheitlichen Kunst- und Kulturschaffenden zu machen. Und man war verpflichtet, glücklich zu sein. Man hatte Vorschriften, wie man zu leben hat, wie man zu fühlen hat, zu schreiben und was man schreiben durfte. Es ging ja so weit, dass dann auch Worte verboten waren oder manche. Welche Worte waren zum Beispiel verboten? Traurigkeit, Grau, Tristesse. Also was negativ sozusagen, einen negativen Touch hatte. Und man war verpflichtet, optimistisch und fröhlich und glücklich zu sein. Und entsprechend musste man eine Kunst schaffen und eine Kultur, die diesem Modell entspricht. Und trotzdem, mit dem ganzen Zwang und mit dem ganzen oppressiven Apparat, hatte man nicht geschafft, diese Kultur unter so einen Druck dazu zu bringen, einheitlich zu wirken. Denn die Künstler haben sich immer wieder, oder ich spreche jetzt von Künstlern natürlich, weil ich mich da besser auskenne, aber sie haben immer Wege gefunden und ich denke, den Geist kann man nicht einsperren und je mehr Zeit vergeht nach dem Umbruch, empfinde ich das, was jetzt passiert, als unglaubliche Hoffnung und Freiheit, Möglichkeit, Freiheit und diese Freiheit auch auszudrücken. Und vielleicht ist es ganz anders, wenn man aus einem restriktiven Milieu kommt. Also bei Ihnen ist da eher weniger die Angst jetzt vor der Vereinheitlichung. Nein. Sie sagen, jetzt haben wir eigentlich eher die Vielfalt. Herr Opitz, wie sehen Sie das? Also Ich würde zunächst mal fragen, ist der Kulturbegriff, den wir verwenden, überall ein dynamischer oder ein statischer? Von der Ethnologie her wissen wir, wenn wir Ethnologien des 19. Jahrhunderts lesen oder auch zu Beginn dieses Jahrhunderts, lesen wir ganz eindeutig, dass die Leute, die sozusagen Kulturen beschrieben haben, diese Kulturen eigentlich als statische eher beschrieben haben. Das hat was damit zu tun, erstens natürlich, dass sie nur eine gewisse Zeit da waren, dort geforscht haben und sozusagen einen synchronen Querschnitt machen konnten. Wenn jetzt beispielsweise in den 20er Jahren das anfing, dass Leute längere Zeit an einen Ort gingen oder über längere Jahre, über 40, 50 Jahre wieder an den gleichen Ort zurückkamen, stellten sie plötzlich fest, dass so die vermeintlichen ewig statischen Gesellschaften gar nicht statisch sind, sondern sich auch verändern. Aber vor allem, wir reden ja über das 20. Jahrhundert, sie haben sich verändert, weil sie anders als in den vorangegangenen Jahrtausenden plötzlich auch mehr oder weniger vom Feuerzeug bis zum Eisennagel der Modernisierung ausgesetzt waren. Genau. Das heißt, eine richtige, präzise Aussage, wie statisch die Kulturen vorher waren, etwa in Südamerika, im Urwald oder so, können wir gar nicht mehr treffen. Ja, man muss sagen, alle Kulturen bewegen sich. Und man muss auch sagen, wahrscheinlich sind alle Kulturen in einem Prozess der stetigen Beschleunigung begriffen. Also ich kann nur sagen, im Zwischenstromreich, also Mesopotamien heute genannt, hat es drei verschiedene herrschende Völker gegeben mit einem über 4000 Jahre identischen Pantheon von Göttern und denselben Mythen. Scheint nicht sehr schnell gegangen zu sein. Ich meine heute. Heute, ja, das ist richtig. Ja, heute ist gut, dann führen Sie das mal auf die Frage zurück. Wie weit betrachten Sie diese Entwicklung mit Sorge hin zu mehr Vereinheitlichung eigentlich? Oder macht es Ihnen keine Gedanken, Probleme, dass Sie sagen, ach ja, diese Baseballkappenbeispiel nehmen wir es mal auf als Banales der Richtung. Aber es geht natürlich auch in ganz andere Bereiche hinein, diese zunehmende Vereinheitlichung.
Ja, mir persönlich macht es große Sorgen. Ich weiß aber auch von anderen Ethnologen, denen das keinerlei Sorge macht. So zum Beispiel Marshall Sellins, der sagt, wir befinden uns ohne Zweifel in einem Veränderungsprozess, der alle Gesellschaften der Welt heute erfasst. Und man muss nicht glauben, dass die sich nicht sozusagen aus diesen Veränderungen selbst das Beste heraussuchen, dass sie gar nicht die Energie besäßen, die Macht besäßen, die Initiative besäßen, sondern nur Opfer seien. Tatsache aber ist gleichzeitig natürlich auch, dass ständig Gesellschaften verschwunden sind, dass Kulturen verändert wurden von außen her. Ja? Den Prozess der Vereinheitlichung etwa, das ist ja kein neuer Begriff und kein neuer Vorgang. Vereinheitlichung hat es immer ständig gegeben in verschiedenen. Aber natürlich durch moderne Technologien ein wahnsinnig beschleunigter Vorgang. Ja, und oft war es lokal begrenzt, ja, innerhalb eines Landes. Die meisten Völker lebten und leben auch heute noch innerhalb eines Staates, den sie gar nicht selber geschaffen haben. Mhm. Und wurden sozusagen unter ein gemeinsames Gesetz gestellt und mussten sich dann diesem Gesetz beugen. Ja, in beispielsweise in Nepal wurde ein Gesetz im Jahr 1854 eingeführt, dass alle Völker, ob sie nun hinduistisch waren oder nicht, dem Kastensystem unterworfen wurden. Und das ist eine gewaltige Vereinheitlichung. Und für diesen Globus innerhalb dieser Welt war das sozusagen eine globale Vereinheitlichung. Ja? Gut, denn das, über das wir heute eigentlich reden, ist eben diese beschleunigte Phase eigentlich, Frau Metzl-Mangold. Wie viel Gefährdung steckt in der Vereinheitlichung, in dieser zunehmend schnelleren? Also vielleicht erst mal vor 25 Jahren bin ich auf den Seychellen bei einem indischen Gastgeber einem jungen Mann begegnet, der mich nach den einstürzenden Neubauten fragte. Ich kannte sie nicht, er kannte sie. Auch das sollte man mal zur Kenntnis nehmen. Es gibt auch solche Phänomene und mir sind sie seitdem bestens bekannt und ich verfolge sie. Sie machen heute moderne Musik. Ich denke, das ist ein Beispiel, dass es natürlich auch interkulturelle Begegnungen gibt, die keine Vereinheitlichung bedeuten, sondern Reichtum bedeuten, in hohem Maße, Anstiftung zu Neuem, wechselseitige Durchdringung und Ähnliches. Aber gleichwohl, es gibt eine Riesengefahr, denke ich, und die liegt nicht, sage ich mal, tendenziell in den Begegnungen von Kulturen, sondern sie liegt, glaube ich, tatsächlich in dem Zukommen eines riesigen Marktes, der auch ein Markt ist, der sehr dominant ist, gerade im Mediengeschehen, im Kulturgeschehen. Um es mal sehr zugespitzt zu sagen, Variety, ein Branchenmagazin in den USA, hat irgendwann mal vor 2-3 Jahren ein bisschen hochgereizt und hat gesagt, man ginge davon aus, dass im Jahre 2006 die wichtigsten Inhalte, die über die Netze laufen, etwa zu 60% von nur noch 5 Konzernen kommen. Das ist eine Gefahr, die damit beschrieben wird. Die hat aber zunächst mal nichts mit der kulturellen Begegnung sozusagen an sich zu tun, sondern mit der Form, in der wir sie über den Markt im Moment in der Welt haben. Und ich glaube, darüber müssen wir uns Gedanken machen. Wenn man hinzuzieht, Ergebnisse, wie sie die UN-Agentur für Entwicklung, die UNDP, gerade letztes Jahr vorgelegt hat, so geht tatsächlich ein Riesenriss durch diese Welt. Und dieser Riss wird größer, das heißt, die Reichen werden reicher, die Gruppe wächst auch der Reichen prozentual. Aber die große Gruppe der Armen wird immer ärmer. Und das hat natürlich auch Auswirkungen auf das, was wir generell, wir haben ja noch nicht gesagt, was wir darunter verstehen, aber unter Lebensformen, die wir mit Kultur beschreiben, haben. Das heißt Bildungschancen, Wahrnehmungschancen, Teilhabechancen auch an den neuen Medien beispielsweise. Und ich glaube, da gibt es ein Riesenproblem, über das wir uns unterhalten müssen und das eher was mit soziologischen, mit politischen Bedingungen zu tun hat, die wir zur Kenntnis nehmen müssen. Große Frage wird natürlich auch sein, welche Kultur wird denn eigentlich die Grundlage bilden für diese Einheitskultur? Herr Sethi macht nun so wahnsinnig viel, so unterschiedliches in unterschiedlichen Ländern. Allein für diese Ausstellung hier haben Sie die halbe Welt bereist vorher. Was würden Sie sagen? Was ist das? Ist das eine, was ist diese Einheitskultur, wenn es sie denn irgendwann geben soll? Ist es ein Gemisch aus allem? Ist es etwas, was einerseits ganz groß global dastehen wird und andererseits natürlich auch, sag ich mal, kommt die Regionalisierung auf der anderen Seite wieder stärker heraus, weil selbst kleinste Kulturen sich wieder Gehör verschaffen wollen. Wie wird es sein? Was glauben Sie? If you talk about universalization and you talk about homogeneity, then already you say to me that, you know, well, what are you going to do after you lose the war?
and it's a question that I've addressed myself at various points. But I think to take the discussion systematically a little forward, I think what the minister spoke about the baseball cap, let me take that analogy. It's true that it's now hitting the villages in India or in Bolivia or in Tibet or everywhere else. Now, when you talk to some of these kids who are wearing this baseball the other way, there is a genuine desire to belong to a larger world. It's their way to break their isolation. They want to be able to be a part of this one world. And it's a genuine and perhaps a very legitimate, whatever this would be, a gesture. But I think the question doesn't rest there. I think if you probe it deeper and then you ask them about their own headgears in their community, maybe, let's say, in an India, in a village where we work a great deal, there are about 100 kinds of different headgears. That is more than a signage. It's a technology, too. It's about heat. It's about using the cloth for various other purposes. And it is an important element of dress, which has a function, which is equally relevant. Now, when the boy understands this, that yes, no, this is okay, and that's okay too, then it's okay. But when he thinks that it is, oh, this is outmoded, this is not fashion, this is me, this is modern, and he equates westernization with modernization, then the problems begin. That means he's been intimidated. Mm-hmm. He feels that this is what really is going ahead. And his own identity, his own being, is under question. I think that's where the things go wrong completely. And one has to, again, make him understand that, fine, this is a good gesture, go ahead. But don't deny everything else. Ask questions, even of this gesture. And that, I think, is an issue that we have to address ourselves continuously to. It has to be detailed. God is detail. You can't just say uniform patterns. When we must talk about what is it that we're referring to, which we need to take and what we need to reject. I have found one paradigm. I could love das to share it with you. Das hat natürlich damit auch etwas zu tun, was bekommen wir. We can come back to it. Hat eben yes, hingewiesen, sure. Beziehungsweise war das, sure. Was Vanity zitiert, dass die Frage eben sein wird, wer bestimmt es, was alle zu sehen bekommen, wenn das nur noch eben 5 Konzerne sind? Right. Bleibt die Frage, wer wird auf Dauer die Grundlage bilden für eine solche globale Einheitskultur? Also, Sie schauen mich an. Ja, ich, weil ich die Frage gleich an Sie weitergeben wollte. Ja. ich sie zu beantworten versuche, sollten wir uns über eine Sache einmal klar machen. Wir können hier, so wie wir hier sitzen, nur relativ in sehr groben Strichen über den Begriff Kultur, dann vielleicht auch Chinesisch oder Japanisch sprechen. Aber über eine Sache sind wir uns alle klar. Es passieren enorme Modernisierungen in der Kultur. Und wie wir hier so sitzen und das Fernsehen benutzen, sind wir Teil davon. Aber so what? Auch die Buchdruckkunst war mal neu. Das ist nicht das Problem. Sondern das Problem ist, zumindest in Europa, gab es mal einen Kern aller kulturellen Selbstinterpretationen. Aller. Das war die Religion. Das heißt, ob man ein prussischer Heide war, der christianisiert wurde, oder ob man ein irischer Missionar war, der die Friesen missionierte, im Zentrum aller künstlerischer, aber auch philosophischer und im Übrigen auch modischer Selbstentäußerungen stand ein Glaube an den jeweiligen Gott oder die Religion. Und die Religion, und das ist sicherlich eines der größten Probleme in allen Kulturdebatten überhaupt, spielt nicht mehr, aus welchen Gründen auch immer, brauchen wir jetzt nicht thematisieren, nicht mehr die zentrale Rolle. Und in dieses Vakuum der Selbstinterpretation sind selbstverständlich wirtschaftliche Interessen vorgestoßen, aber auch eine Vielfalt völlig neuer, im 19. Jahrhundert noch gar nicht vorstellbarer Tabubrüche, kultureller, ästhetischer, also die Moderne. Und an den Versprechungen, die Heilsversprechungen der Kirche, sind säkulare Versprechungen, wie Glück auf dieser Erde, Gerechtigkeit, Gleichheit, Freiheit und andere Dinge getreten, die samt und sonders gewissermaßen das Spielfeld der Kultur bestimmen.
Das ist das berühmte Projekt der Moderne. Das ist aber uns leider peu à peu nicht abhandengekommen, aber in einem stärkeren Maße als je zuvor gefährdet. Nicht durch die ominösen 5 Konzerne, denn auch die müssen sich ja viele andere Künstler bedienen. Es gibt nicht weniger Künstler, bloß weil es 5 oder 6 Konzerne gibt. Man darf sich auch nicht vorstellen, dass ein Konzernchef diktiert, was geschrieben wird. Man wäre ja froh, wenn er überhaupt ein Buch liest. Sondern es sind Marktmechanismen, Verdrängungsmechanismen, die der klassischen, unserer klassischen Vorstellung, wie Kultur funktioniert und was sie für uns bedeutet, relativ fremd immer noch sind. Wir haben erst relativ wenig Erfahrung damit, etwa 100 Jahre. Und insofern gibt es hier also 2 Phänomene gewissermaßen der Globalisierung der Kultur. Die Erfahrung, die wir gemacht haben, haben fast alle westlichen Nationen auch gemacht und im Übrigen auch viele asiatische Nationen mit der Religion. Das heißt, Säkularisierung, Modernisierung, Technisierung sind gewissermaßen die Fundamente des Phänomens der Globalisierung, mitsamt ihren Erscheinungsformen wie Beschleunigung und auch schneller Verfall. Was ist das Resultat in Deutschland? Das ist sehr interessant. Man geht nun nicht etwa zurück in die Kirche und möchte Beständigkeit. Das wird auch als belästig erfahren. Sondern die Resultate sind Abschließung. Das kann ich statistisch beweisen. Es laufen in Deutschland in den Kinofilmen vielleicht 15% deutsche Filme. Mhm. Aber in den Fernsehen, bei der ARD und beim ZDF, laufen hauptsächlich nur noch deutsche Serien. Früher waren es amerikanische. Wir sind nicht mehr interessiert an italienischen Filmen, nicht mehr interessiert an französischen oder an spanischen. Da ist der Prozentsatz der Filme, die in den Kinos laufen, unter 2%. Das war mal ganz anders. Das heißt, eine der politischen, und das sage ich also jetzt als politischer, Gefahren der Globalisierung ist, dass in diese vorhin beschriebenen 4 Säulen gewissermaßen der Kultur oder das Vakuum, das die Kirche hinterlassen hat, das ersetzt wird durch die Globalisierung, dass da etwas anderes auch noch auftritt, nämlich eine Sehnsucht nach irgendeinem Halt und eine Abwehr des Fremden, auch der fremden Kultur. Das heißt Provinzialisierung, Fremdenhass, bloß nicht so modern. Früher hieß es nur nicht diese Negermusik im Dritten Reich. Das heißt Globalisierung und Öffnung zur Welt mit dem Angebot von Toleranz und Neugier und Fantasie, fremder Völkerfantasie, wird keineswegs automatisch angenommen, umso sehr sich die 5 Konzerne auch bemühen. Heißt das, dass diese Sehnsucht nach meiner kleinen geschützten Ecke wiederum... Ja, und die ist nicht ungefährlich. Nein, die ist sogar sehr gefährlich. Sie ist auch wirtschaftlich kontraproduktiv. Das ist jetzt nicht mein Problem. Ja. Da sollen sich die 5 Konzernherren das denken. Nein, ich denke, wir hätten keine Green Card-Diskussion, wenn wir uns sozusagen auch anders verhalten würden, auch in der wissenschaftlichen Kommunikation, ja, im Austausch, stimmt, ja, etc. Ja. Aber ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass diese sozusagen sozialpsychologische Rückwirkung ganz deutlich zu verzeichnen ist. Und umgekehrt, denke ich, sind wir intellektuell längst so weit, das wissen wir auch alle, wir verhalten uns trotzdem anders und ich weiß auch noch nicht, wie man da rauskommt, dass wir eigentlich einen anderen Kulturbegriff längst haben. Also nicht zuletzt seit Mexiko wissen wir, dass wir nicht mehr sozusagen von diesem klassischen statischen Kulturbegriff ausgehen, der sozusagen traditionell bei uns von Ihnen beschrieben, ja, vorhanden war, sondern dass wir wirklich... Was meinen Sie mit Mexiko? Mexiko, die große Weltkulturkonferenz in Mexico City 82 hat ja... Ich dachte, mehr an die Olympischen Spiele. Nein, hat einen neuen Kulturbegriff tatsächlich in der UN-Familie sozusagen zu Stand und Wesen gebracht. Und das ist ein sehr spannender Kulturbegriff, den ich wirklich noch mal empfehle nachzulesen, weil er tatsächlich Lebensstile, Haltungen, Werte, Rechte plötzlich mit nach vorne rückt und nicht nur sozusagen unseren klassischen Kulturbegriff meint. Also wir haben das sozusagen alles... begriffen, aber wir verhalten uns anders. Weil das deshalb, Herr Sethi, für Sie auch so wichtig, diese Begriffe, gerade eben die genannt worden sind, hier mit in die Ausstellung einfließen zu lassen. You're still being translated, I'm sorry. Oh, es gab eben die Begriffe wie Toleranz, wie Verständigung, wie Zusammenleben neu auch lernen müssen. Heißt das, Sie haben das ja auch sehr viel hier in die Basic Needs mit hineingebracht, eigentlich diese Begriffe in die Ausstellung. War das für Sie ganz wichtig, diesen erweiterten Kulturbegriff eben, nennen jetzt mal erweiterten Kulturbegriff, da hineinzunehmen? Well, certainly, I mean, diversity is an extremely important resource for future solutions, and it would be a disaster to
to wipe that out. Obviously, they have to remain. While, as I said, the globalization principle is something that also is a two-way process, and it carries on, and it just cannot be one or the other. It's they're happening all together. But there is a guide that helps me in being able to refer to the relevance of a project. And I think the way I try to gauge it is that, you know, there are five thumb rules, so to speak. And I say, is this sort of making us voiceless? Is globalization, whatever element of what is being introduced, is it making us voiceless? Is it disempowering people? Is it letting people participate or not? The other is it making us jobless? Is it de-skilling a society, whatever I'm taking on? Is it sort of making people vulnerable when they don't have to be? And the third is it making me rootless? Is it losing my sense of center and who I am and trying to be imitative? Because with imitation, you can only get mediocrity. And this also leads to this whole question of modernization, westernization, that whole thing, which is very much a part from our... when I say westernization, I come from the East, so you can understand what I mean. And then, of course, then from that, I would say another one is it ruthless? Is it making the rich and the poor divide even more strong? Is it making the women and men, the gender issue, become more critical? Is it misusing the children or the vulnerable? And then again, I can decide whether this is the kind of globalization I want or I don't want. And then the other part is whether it's futureless. Is it sustainable? Is it something that is just being given to me from the top as a, you know, as a new gimmick? Or is it going to last? Can you maintain it? Can you sustain it in any way? Is there huge wastage involved in it? Is it something relevant to the way our weather, the climate, and our geography? And these issues, if we question them in detail with any action of globalization, I think people are strong enough to find their answers and don't have to be swept by any flood. And I think people do. They may not have cracked it up in the simple mantra of what is less and more, but they do. They question like this. And for a while, they're swayed in by the glamour of it all, and the television and the bigness of it all. By the way, I don't even think the big companies are going to last long too. There are enough geeks out there, thank God, that are going to crack the code and are going to be, you know, everybody's got to have their bigdom for about 15 minutes, including Bill Gates. He'll also go down. I mean, there are just too many innovative people, and I do believe in the creativity of human spirit, and to be able to tenaciously guard what is theirs and to question and to indigenize it and to make it their own. I have to be that way, otherwise we wouldn't be able to fight the war. Also bleibt die Frage, was werden, wenn wir diesen Begriff Einheitskultur verwenden, was werden die Grundlagen sein? Werden sie sich genauso dynamisch verändern, wie die Kulturen sich heute immer schneller verändern, diese Grundlage? Oder wird es eine Grundlage sein, mal die wir als amerikanische Kultur bezeichnen können, die wir alle mehr oder weniger übernehmen, zumindest in großen und weiten Bereichen? Was erwartet uns? Also ich weiß es nicht, ne, genau wo es hingeht. Aber ich möchte noch mal auf die eine Sache zurückkommen, nämlich diese interessante Frage, warum, wo wir jetzt von der Globalisierung reden, und ja viele reden davon, und von der Einheitskultur wird gesprochen, gerade in diesem Augenblick ja überall die Gegenbewegung aufleuchtet, nämlich die Rückbesinnung auf die lokale, kleine, kulturellen Zusammenhänge. Also reden wir über etwas, was friedlich nebeneinander existieren wird? Nein, ich will darauf hinaus, dass die Besinnung auf, die Rückbesinnung auf die eigenen Werte, sei es in unserer Gesellschaft, sei es in anderen Gesellschaften, ein Signal sind für letzten Endes doch nicht zu unterschätzende Gefahren, die in der Vereinheitlichung drinstecken. Und wenn wir jetzt beispielsweise von unserer Gesellschaft mal wegschauen, zum Beispiel etwa an die sibirischen Völker denken, zur Zeit der Perestroika, wo es das erste Mal wieder möglich wurde, nachdem sie sozusagen von einer sowjetischen, sozialistischen Ideologie für 70, 80 Jahre lang komplett überrannt worden waren, mit der Perestroika die Möglichkeit hatten, sich freier zu äußern, haben sie
alle diese kleinen Völker, ich war zufällig gerade in der Zeit mehrere Monate dort, habe gesehen, wie die Leute dieser asiatischen kleinen Gruppen, manchmal 300, manchmal 1000 Einwohner noch, versuchten, sich an etwas zu halten. Und sie hatten nichts mehr. Das Einzige, was sie hatten, waren die Ethnografien älterer Zeit. Und an die haben sie sich geklammert und die haben nicht verstanden, sie wollten wieder Schamanen haben. Sie hatten aber keine. Und was passierte, war, dass einzelne Schauspieler Theaterstücke aufgeführt haben mit Schamanen dabei. Und da wurden sozusagen Riten vorgeführt auf der Bühne, weil sie nicht wussten und sich auch nicht getraut haben, sozusagen das als Ritus zu deklarieren. Und all diese Bewegungen, glaube ich, sind ja auch ein Recht. Und ich würde annehmen, dass die UNESCO das ja auch unterstützt, ja, dass man sagt, wir haben eine Menge Schamanen da in Paris. May I just say something? I think we want to be very wary of nostalgia. One has to be very wary of that. One has to question it also. I think it's important to face the future. And face it with a degree of confidence and creativity. Now, I don't want to sound insensitive to the instruments of this change that they may or may not have in Siberia. But I think it's important for people working with communities not to be pandering to nostalgia because that's the only way they see a future. That is not the future. Also ich würde da gerne noch mal anschließen. Ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich glaube, das geht nicht um ein Entweder-Oder. Also sowohl das Abschotten wie das Auswandern oder das sich völlig übergeben einer anderen Kultur kann die Lösung sein. Sondern die Lösung, die man anstreben muss und die den jeweiligen sozialen Gegebenheiten sicher unterschiedlich schwierig zu erreichen ist, kann man an sich selbst studieren. Wir gehören alle auch inzwischen unterschiedlichen, ich sag mal, kulturellen Zusammenhängen an. Das beginnt in meiner Nachbarschaft, erstreckt sich auf meinen Beruf. Ich bin sicherlich in gewisser Weise auch in meinem Denken europäisch geprägt in starkem Maße und habe aber auch Vorstellungen, die man universalistisch nennt, also welche Werte uns verbinden zum Beispiel, querüber. Ich glaube, das muss man pflegen, dieses sowohl als auch und diese verschiedenen Möglichkeiten sozusagen sich selber zu begreifen als ein Mensch auf dieser Welt unter bestimmten Gegebenheiten, nur dann kriegt man die Toleranz zum anderen, glaube ich, hin. Wie haben Sie das eben empfunden, Frau Bancho? Ich weiß nicht, wie es vielen Landsleuten in Rumänien, vielen ehemaligen Landsleuten, muss man ja sagen, von Ihnen heute geht. Sie werden wahrscheinlich noch viele Kontakte haben oder nicht mehr, sind viele abgerissen. Doch, ich habe schon Kontakte und ich muss sagen, sicher gibt es auch in Rumänien den Versuch einer Anpassung, kulturell, industriell und so weiter, kulturell jetzt. Und diesen Wunsch, dazu zu gehören, zu Europa zu gehören. Es gibt auch die andere Tendenz, sich abzuschotten und zu sagen, wir wollen unsere Identität nicht aufgeben. Dass diese widersprüchlichen Tendenzen gibt es. Und ich finde beides gefährlich. Und gefährlich im Sinne, dass man natürlich in einer begnadeten Zeit lebt, in der man etwas Gutes behalten kann und etwas Gutes annehmen kann. Und das bedeutet aber, dass man darüber auch reflektieren kann und dass man die Verantwortung dafür übernimmt. Und ich begreife die Globalisierung oder diese ganze Diskussion über die Globalisierung als Möglichkeit, als Chance, uns bewusst zu machen, dass wir als unsere Individualität, jeder von uns, entdecken müssen. Und in dem Moment, wo wir uns klar sind, dass wir, jeder Einzelne, nicht nur Bedeutung, aber auch Macht haben, mögen die Politiker sagen, was sie wollen. Wir, jeder von uns, haben eine Macht. Und wenn wir wissen, dass wir sie haben und einsetzen, dann kann man nicht mehr Angst haben. Weil man hat immer mit etwas zu kämpfen. Mit einem System. Früher hat man die Schuld auf das System geschoben. Jetzt sagt man die Konzerne oder die Politik oder wer auch immer. Aber ich habe die Wahl. Aber ich habe die Wahl. Und diese Wahl, die hat mit mir was zu tun. Und wenn ich an mir arbeite, dann kann ich
muss ich nicht alles annehmen. Ich kann es filtern. Und das ist die Chance. Und ich kann auch alles, was ich annehme, auch verwenden zu meinen Gunsten. Nahmann, Sie haben gerade eben gesagt, ich glaube zu Herrn Sethi, da bin ich dagegen, da bin ich anderer Meinung. In welchem Punkt? Dass die Versuche, ob das nun in Sibirien ist oder anderswo, zum Beispiel in den Museen im Gefolge der vertriebenen Förderung, des vertriebenen Förderungsgesetzes zur Erinnerung an die ehemaligen ostdeutschen Gebiete, das ist zufällig in meinem Beritt, gebaut worden sind in den 60er Jahren, dass dort Nostalgie gepflegt wird. Es gibt kein anderes Land in der Welt, glaube ich, was so viele Museen hat wie Deutschland, und die sind nicht aufgrund des Modewortes Nostalgie gebaut worden, sondern sie sind auch Ausdruck dieses gravierenden Kulturschocks des 19. Jahrhunderts, des Abschieds aus der Vergangenheit in eine unsichere Zukunft, der man sich auch stellte, indem man versuchte, einen kulturellen Identifikationspunkt, ein Zentrum, eine Mitte gewissermaßen, die sich auch nationalistisch missbrauchen lässt, das ist ja geschehen, herstellt und diese dann auch in Museen versammelt. Das bedeutet nicht, dass man sich verschließt gegenüber dem Rest der Welt. Die großen Museen in Deutschland, zum Beispiel die Museen auf der Museumsinsel in Berlin, die ein Fenster zu den Weltkulturen sind, sind entstanden, nachdem und im Gefolge viele andere deutsche Museen im 19. Jahrhundert gebaut worden sind, die nichts anderem dienten als einer nostalgischen, würden Sie sagen, ich würde sagen, einer durchaus rückwärtsgewandten oder feiner gesagt geschichtsbewussten Haltung, die einem selbst, das eigene Volk, die eigene Gesellschaft in dem immer moderner und schneller werdenden Europa verortet, sodass man ein gewisses Gefühl hat, wo man herkommt. Dieses halte ich nicht für nostalgisch, und ich halte es für ein Riesenproblem, dass gerade in Gesellschaften, die unter totalitären Systemen gelitten haben, die bekanntlich nur für die Zukunft und die Erlösung von allem Übel in der Zukunft lebten, mithin für die Vergangenheit nicht das geringste Interesse hatte. In der DDR ist überhaupt kein Museum gebaut worden, 40 Jahre lang. Das muss man sich mal vorstellen. Dass man denen jetzt sagt, wenn sie sich rückwärts erinnern und möglicherweise sogar was Synthetisches, wie einen ethnografisch durch Ethnologen vermittelten Schamanen, den darf man sich so aus einer Mischung vielleicht aus frühindianischen und ugrischen Traditionen, die man in der Staatsbibliothek liest, vorstellen. Das ist eine genuine Sehnsucht, die muss man nicht automatisch als künstlich oder synthetisch abtun. Was dann daraus wird, steht dahin. Wir müssen auch davon ausgehen, dass ein ungeheuer großer Teil unserer eigenen Kultur entstanden ist aus angelesenen Materialien. Wir haben die Griechen im 18. Jahrhundert neu erfunden, die gab es gar nicht so. Aber unsere Architektur im 19. Jahrhundert ist ein Resultat dieser angelesenen und von uns auch durch Archäologie verstärkten Verehrung der Griechen. Die gab es in dieser Form gar nicht. Wir haben sie erfunden, haben uns rückwärts gewandt, buchstäblich 2000 Jahre haben da Architekturformen des Neoklassizismus daraus entwickelt. Das sind alles Prozesse, die mit Nostalgie wenig zu tun haben, sondern sehr viel mit Fantasie, aber eben auch mit dem Versuch, sich irgendwo in Geschichte zu verorten. Herr Sethi, dann müssen Sie uns vielleicht noch mal näher erklären, was Sie mit nostalgisch meinen. I agree with the things that the minister has defined as not being nostalgia. Those are points of reference. But I think it's what we do with the points of reference. It's what we do with the museums. Are we doing it only to clothe ourselves with a prop, or are we doing it genuinely to make it relevant for the future? And there are countless instances I can tell you about from my own experience where we have found working with that reference can be a rich source for a better solution. But to go back to something and to hang on to that because that's all you know or you think you know is certainly something that is not going to be sustainable, because it's bound to go. Mm. So I think it's important to just sort of take the bull by the horn and to work with the instruments of history, because if you forget it, then you're really doomed.
and to work with something innovative. But that is the answer. Dabei dieses Prinzip, also das Lévi-Strauss nennt das Bricolage, basteln. Man baut immer etwas Neues auf. Diese Yanomami, die er studiert hat, die haben, und andere Indianerstämme im Amazonas, die haben Geschichten immer neu zusammengesetzt. Und hin und wieder haben sie auch Geschichten, Elemente aufgenommen, die aus einem benachbarten Stamm, die sie meistens nach der Erzählung dieser besondere Stamm erschlagen haben, ihnen erzählt haben. Und also das, glaube ich, ist ein ganz normaler Prozess, kultureller Prozess der Selbsterneuerung, auch durch Aufnahme von neuen Dingen. Unser Problem heute liegt aber vielmehr darin, dass mit sehr groben Reizen permanent neue Elemente zum Basteln angeboten werden, die dann auch noch von den Kulturkritikern und Interpreten mit einem Tiefsinn versehen werden, die sie nicht verdienen. Ich habe heute in einer großen und bedeutenden Wochenzeitung einen langen philosophischen Artikel über Madonna und Pop gelesen. Man rauft sich die Haare. Also was immer Sie über Madonna sagen mögen, die Älteren unter Ihnen wissen, wer sie ist, die Jüngeren wahrscheinlich schon nicht mehr. So schnell geht das, ja. Da wird zu viel Gehirn gewissermaßen in eine gewaltige Marketingkampagne verschwendet. Man hätte sich gewünscht, man würde da über etwas wichtigere Dinge, es muss nicht unbedingt die Ökosteuer sein, nachgedacht. Stattdessen wird uns allen eine Tiefendimension der größten Oberflächenkünstlerin unserer Zeit angeboten, die in die Irre führt. Aber sagen die mich Sie also nicht ganz richtig, geradezu ärgert. Es wird angeboten. Das heißt ja noch nicht, dass es angenommen wird. Das heißt noch nicht, dass es außer gewissen Liebhabern von Madonna jetzt unbedingt eine breitere Leserschicht interessiert, was da geschrieben wird. Und die Frage ist doch, aber sind wir nicht gerade, Sie haben gesagt, eigentlich haben wir das immer gemacht mit der Bricolage, wir haben immer zusammengesetzt. Nun kommen die Ermahnungen von allen, wir sollten uns gefälligst daran gewöhnen, in einer Lerngesellschaft in Zukunft zu leben. Also hat die Bricolage eine Weile nicht ganz so funktioniert. Jetzt muss sie wieder in neuem Tempo, wahrscheinlich auch mit ganz neuen Elementen, wieder aufgebaut werden. Heißt das dann die Frage nicht, ist, wer liefert die Bastelstücke? Wer liefert die Grundlage jetzt? Ja. Und da wird es wirtschaftlich interessant. Aber heißt das nicht, wenn ich solche Angebote habe, wie eben auch diese philosophische Abhandlung über Madonna, dass je mehr die Welt zusammenrückt, wir eigentlich kulturell alle reicher werden, weil ich mir ja vieles mehr über andere Kulturen anschauen kann, wo ich vielleicht sonst gar nicht die Möglichkeit gehabt hätte, früher hinzureisen oder ähnlich. Das heißt, ich kann mehr Wissen aufnehmen, wenn ich es will. Die Frage ist, wo verarme ich an anderer Stelle dann, oder? Herr Oberts? Ja, natürlich gibt es mehr Wissen, aber es gibt auch noch unendlich viel Wissen, was noch nicht vorhanden ist, sozusagen, was noch nicht sozusagen auf den Markt geworfen ist. Ich erinnere zum Beispiel an die sogenannten intangible treasures, die unsichtbaren Schätze, sagen. Ich übersetze das mal, immaterielle. Und zum Beispiel die mündlichen Überlieferungen. Wir haben zum Beispiel, wir haben andauernd jetzt immer vom Kosovo gehört, aber es wurde kein einziges Mal, hat keiner irgendwann mal darüber berichtet, dass es im Kosovo in den 50er Jahren Barden gab, die zu einem Instrument Gesänge vortrugen, die homerische Ausmaße besaßen. Und dass die Forscher, die das erforscht haben, nachweisen konnten, dass diese Leute praktisch Nachläufer der homerischen Tradition sind. Und wir finden genau solche Traditionen mit großen Ausmaßen in vielen kleinen Gesellschaften. Im Himalaya, ich kann Ihnen 15, 16 Gesellschaften nennen, die solche riesige Opera haben. Und das sind Mythen in erster Linie, Kosmogonien, die die Leute auch heute noch benutzen in einer Weise, die wir uns gar nicht mehr vorstellen können. Nämlich, die singen die in Zusammenhängen von Heilungen. Und die tragen die vor innerhalb ihrer Riten. Und die erinnern sich, wenn sie irgendeine Alltagstätigkeit begeben, zitieren Sie eine solche Zeile, die sich auf eine solche Situation bezieht. Das heißt, wir haben ein unglaubliches Maß an Schätzen, die wir noch nicht kennen, die noch nicht gelüftet sind sozusagen. Und wenn die könnten ja auch mal
was weiß ich, bekannt werden, die eine oder andere. Zum Beispiel diese kosovanischen Gesänge sind ja in den 50er Jahren durch ein Buch, das hieß so schön, hat den schönen Titel The Singer of Tales, ja, bekannt geworden. Und so könnten viele andere Sachen auch bekannt werden und eine ganz kleine lokalisierte Gesellschaft könnte für 15 Minuten wenigstens mal sozusagen in die größere, in das größere Bewusstsein der Welt rücken, anstelle jetzt sagen wir eines Modehutes. Also heißt das, ne? Zusammenrücken. Wir werden eigentlich kulturell reicher dadurch und die Ängste sind im Grunde genommen, ja, eigentlich müssen sie hinter den Chancen zurückstecken, die Sie erst geäußert haben über eine vereinheitlichte Kultur, eine, sagen wir mal, Zukunftsaussichten, die wir alle nicht so geschätzt haben in Ihrer ersten Antwort. Sie jetzt aber sagen, es gibt diese Punkte, wo es uns auch einfach reicher machen kann, weil die Chancen, lernen zu können, einfach größer sind. Ja, sicher, die sind ja größer. Ja, auch das Fernsehen hat enorme Vorteile. Zum Beispiel in China, bei den Xiang, ein kleines Volk, die haben das Fernsehen. Die haben zum Beispiel, ich bin sogar der Ansicht, dass die Fernsehantennen ein ästhetisches Moment liefern zu den quadratischen Häusern, das ich sehr schön finde. Und auf allen Häusern, Häuserdächern sind genau dieselben Antennen drauf. Wunderbar. Ja? Die Leute, die die Sachen sich ansehen, die gucken natürlich chinesisches Fernsehen. Kann man sagen, oh, die Gefahr ist die, die werden sinisiert. Ja? Gleichzeitig aber schauen die Leute sich an, han-chinesische Gewohnheiten und sagen, nö, so machen wir es nicht. Das heißt, in einem solchen Medium stecken Möglichkeiten verschiedener Art. Und wie die Leute damit dann umgehen, das ist zum Teil ihre eigene Leistung und ihre eigene Entscheidung. Also meine Befürchtung ist, und das werden Sie doch als Ethnologe bestätigen, in dem Maße, in dem der Westen oder Europa und Amerika und die dazugehörigen Wissenschaftler solche Mythen katalogisiert, veröffentlicht, der Weltöffentlichkeit gegeben haben, passieren zwei Dinge. Erstens, der Zauber ihrer Unentdecktheit ist schon mal weg. Zweitens, sie werden kommerzialisiert. Drittens, die Leute, die sich diese Sache dem Ethnologen zwischen 9 und 10 Uhr morgens zu dem Fachgespräch gewidmet haben, werden spätestens 3 Jahre später von Tigesreisen besucht. Und irgendwann sind sie weg. Also alles, was wir über große alte Kulturen wissen, ist in Wirklichkeit nichts anderes in Europa als eine, das ist keine Schuldzuweisung, als eine fast logische Konsequenz des Sachverhalts, dass wir sie erforscht haben und dass sie jetzt weg sind. Aber das darf man auch nicht so im Allgemeinen sagen. Man darf, also, ich will steht auch immer noch, obwohl ja, ganz viele ja, ich Touristen ja, da durchlaufen jedes Jahr. Da wird immer weniger. Ich fordere ja nicht auf, gewissermaßen, dass wir uns alle unneugierig zurückziehen. Ich weise nur darauf hin, wir sind aufgrund einer historischen Entwicklung diejenigen, die andere Kulturen mit ethnologisch bei uns entwickelten Instrumenten besuchen und wir verändern, wie in der Physik, durch unsere Besuche die Anlage, die Forschungsanlage, den Kral. Dann sagen wir, jetzt kommt der wieder mit seinem Tonband und die erzählen vielleicht eine andere Geschichte. Das ist der erste Schritt, aber irgendwann sind sie weg. Und das ist das Merkwürdige. Also es gibt für mich ein klassisches Beispiel, wie der Westen mit einer Kultur umgeht. Das war der Indianer Ishi. Ishi, der letzte Indianer eines Stammes, was im letzten amerikanischen Indianerkrieg um 1890 im Norden Kaliforniens wurde der ausgerottet. Die sprachen seit 50.000 Jahren ihre eigene Sprache. Am Ende war einer übrig, der hieß Ishi. Und er tauchte in einem Schlachterhaus von Nord-San Francisco aus, völlig ausgehungert und hat sich im Grunde genommen, der hat kapituliert vor der Zivilisation und hat sich ergeben. Der damalige berühmte deutschstämmige Ethnologe Körber hat ihm ein kleines Museum gebaut und da hat er ihn reingesetzt. Und dort saß der als lebendes Exponat, was im 19. Jahrhundert ja ganz nicht unüblich war und was übrigens auch auf der Expo zu beobachten ist. In einer Ausstellung. Da saß er als lebendes Exponat, lernte ein bisschen Englisch, fragte die Besucher immer wieder, everybody hoppy, und starb an TBC. Und mit ihm sind 50.000 Jahre einer Sprache gestorben. Aber vorher hat der Sprachforscher, ich glaube, Saphir, seine Sprache aufgezeichnet, hat eine Grammatik gemacht. Wir haben also das alles jetzt schriftlich. Aber der Mann
Sein Stamm ist vorher von uns umgebracht, uns, den Weißen, umgebracht worden. Und am Ende starb er an einer westlichen Zivilisationskrankheit, aber ethnologisch perfekt erfasst. Also das bricht einem doch das Herz eigentlich. Und wenn ich sage, in anderen Worten, wenn Globalisierung unter anderem nichts anderes ist als die Ausdehnung unserer ethnologischen Neugier auch auf die Unterhaltungswerte fremder Kulturen, dann hat das immer Konsequenzen. But Minister, I can also give another paradigm. Yeah. Let us say in a village in Bihar there was a great famine and people were really dying on, and a developmental program of the government went there. Some more sensitive people found that the women in that village had wonderful skills to paint on cow dung. They painted beautiful pictures and they gave them a piece of paper, say, why don't you paint some of the things you made. Today, these women who were, you know, if they became widows, they weren't allowed to wear blouses, they were never the bread earners, they were really looked down upon, are the bread earners. They are making things for the market. It's no longer for the ritual. What they do for the ritual is quite different, and they continue to do that also. But they found a skill which they can market to a society that's willing to take it. Now, you can well ask that this decontextualized Madhubani painting hanging in a living room in New Delhi has no meaning. But ask those artists. They've found a livelihood, and those women are very happy. And they are now making, they're not just a few left, there are thousands that have come back in to make this. So the traffic goes both ways. Mm-hmm. There is this very ugly incident that you recited, and there are many that are very positive. It's a question of people who are responsibly answerable to issues of culture who address themselves to these concerns. I don't think they can be either or. Ich würde sagen, ja, es ist doch wunderbar, dass man diese Sprache aufgezeichnet hat und dass man sie irgendwo wiederfinden kann. Denn das heißt, wenn ich sie verstehe, gut verstehe, dann heißt es, dass dieses Volk kann ja gar nicht eine Entwicklung machen, weil es gefangen ist in seine Traditionen, in seine Welt. Und das andere Volk kann auch, oder Gruppe, kann auch keine Entwicklung mehr machen. Aber so macht jede Gruppe ihre Entwicklung und all die Information ist da gespeichert. Wir haben eine wunderbare Zeit, wo wir das alles speichern können. Und wer dann das braucht und sucht, findet es auch. Und er sucht es, weil es in ihm Gründe gibt. Ich denke, ich komme zurück auf das Individuum. Er gehört nicht nur einer Gemeinschaft, sondern er ist selbst ein Individuum, der sich entwickelt. Und ich glaube, dass wir da sind, jeder von uns, um uns zu entwickeln. Und wir nehmen uns das, was wir brauchen. Und so sei es, dass ich morgen vielleicht diese Sprache brauche, aus weiß nicht warum, weil ich sie in meiner Kunst verwenden muss, weil sie mich inspiriert oder mir Zugang zum Göttlichen oder was auch immer gibt, dann weiß ich, wo ich die finden kann. Gut, nun war hier natürlich das so gemeint, wenn wir das Volk nicht erst ausgerottet hätten, dann hätten wir heute sehr viele Vertreter dieser Sprache da und nicht nur eine Sprache, ja, die wir aufgezeichnet haben. Wir nicht so weit, darüber was zu wissen, weil wir mit anderen Dingen beschäftigt wären. Für mich war das doch nur eine Metapher. Das heißt, ja, Ethnographie verändert die Versuchsanlage des untersuchten Volkes, ob wir es wollen oder nicht, besonders wenn sie mit modernen Mitteln stattfindet. Und das war nun nicht eine Metapher, die gewissermaßen von dem Norden in den Süden geht, sondern das gilt ja für uns auch. Ganz genau. Das gilt auch für uns auch. Wir selber setzen uns auch, das gibt ja nicht nur ethnologische Neugier, es gibt auch kommerzielle Neugier. Wir setzen uns ja auch, wir sind ja auch Teil einer größeren Musikanlage geworden, wo die Plattenteller ganz woanders aufgelegt werden. Und wir hören eine Musik, die zweifellos inzwischen global ist, mit erprobten Rhythmen und erprobten Harmonien und Akkorden, die großen, immer wieder, es sind fünf oder sechs, das heißt ja in Romanen gibt es fünf oder sechs Plots in der gesamten Weltliteratur, das scheint in der Popmusik so ähnlich zu sein. Sie werden also mit immer denselben Harmonien, kommerziell sind sie Teil einer großen Forschungsanlage. Springt Frau Bantsche und Michael Naumann auf diese Platte an, kaufen Sie sie, wenn ja, drucken wir mehr davon, pressen wir mehr davon, also CDs inzwischen, brennen wir mehr davon. Also in anderen Worten,
Globalisierung hat nicht nur einen ethnologischen Aspekt, sondern auch einen rein kommerziellen, von dem haben wir ja am Anfang gesprochen. Und sie hat einen natürlich sehr starken technischen Aspekt. Das heißt, wir haben dieses enorme Tempo der technologischen Entwicklung, gerade in den letzten Jahren, was uns befürchten lässt, dass wir eines Tages selber in unserem Kopf gar nicht mehr Schritt halten können, eigentlich mit dem, was die Technologie uns da vorgibt. Wie wird das die kulturelle Vielfalt und das Zusammenwachsen aber auch der Kulturen, ich weiß nicht, beschleunigen, komplett verändern? Weil es eben von, was nehme ich wie an, CDs, Bücher, gehe ich eigentlich noch ins Theater, weil ich könnte mir ja auch das Stück runterladen, ziehe es auf meinem PC. Wie wird es verändern? Was meinen Sie? Was ist Ihre Prognose, Frau Metz-Mangold? Also, ich teile sehr viel von den Befürchtungen, die hier eben die Rolle gespielt haben, aber ich möchte mal versuchen, doch einen positiven Trend auch aufzuzeigen. Ich mache das mal deutlich an der Möglichkeit, die wir heute haben, beispielsweise über das Netz. Wenn ich denn in Afrika glücklicher Besitzer eines PCs wäre, was nur sehr, sehr wenige sein können. Afrika hat allein im Telefonsektor so wenig Anschlüsse oder so viele Anschlüsse, wie Tokio alleine hat beispielsweise. Ganz Afrika. Das ist ganz enorm. Aber ich denke, man könnte zum Beispiel heute, wenn ich dort, sage ich mal, in Kenia im Hilton Tower sitze als junger Unternehmer, kann ich mir ein Buch runterladen, was in Indien geschrieben worden ist. Ich kann mir das runterladen und muss nicht mühselig gucken, ob ich mir das noch leisten kann, wenn es irgendwo über die Welt geschifft worden ist und mich dann doch irgendwie auch mit deutlicher Verspätung erreicht. Ich denke, das sind enorme Möglichkeiten, die wir haben, die wir erschließen müssen, die wir auch so erschließen müssen, dass sie bezahlbar sind, dass sie auch für Menschen möglich werden, die eben im Moment noch keine Telefonanschlüsse haben und damit noch keine Internetanschlüsse. Aber auch da gibt es Erfahrungen aus der Kulturgeschichte, dass gerade solche zurückgebliebenen Kontinente plötzlich eine ganze Entwicklungsstufe überspringen können und möglicherweise geht das demnächst drahtlos über Satellit oder ähnliches. Ist alles denkbar. Ich denke, hier gibt es Potenziale, wie wir sie entwickeln. Davon wird sehr, sehr viel abhängen. Ich beobachte mit größtem Interesse, dass beispielsweise die G8-Staaten gerade in ihrem jüngsten Charter of Okinawa in Japan ein ganzes Kapitel der kulturellen Vielfalt gewidmet haben. Etwas, was zunächst mal überrascht, denn das sind ja die wichtigsten Industriestaaten und die haben eigentlich andere Sorgen und andere Interessen, die sie im Auge haben. Und ich glaube, dahinter steckt etwas, was begriffen worden ist. Entwicklung wird sich überhaupt nur im Zusammenhang mit Kultur als positive, in Anführungsstriche, gewünschte Entwicklung im intendierten Sinne ermöglichen lassen. Denn wenn die Verhaltensweisen sozusagen bestimmte Entwicklungen ablehnen, werden diese Entwicklungen nicht stattfinden, schlicht und einfach. Das heißt, man begreift langsam, dass man weder bei aller Beschleunigung das alles aufoktroyieren kann, schon mal gar nicht der ganzen Welt, sondern dass man mit Verhalten und dass man mit Kulturelementen rechnen muss. Und dass man sie ernst nehmen muss, glaube ich. Das wird langsam begriffen. Ich war am Anfang immer sehr misstrauisch, wenn sich wirtschaftliche Leute mit diesen ganzen Begriffen kulturelle Vielfalt geschmückt haben. Ich gedacht habe, es wird instrumentalisiert. Ich vermute allmählich doch, dass man begreift, dass sich die Blütenträume der Wirtschaft sonst nicht erfüllen. Herr Oppitz, je mehr Netz, umso schlechter oder besser für die Kultur? Das kann man, glaube ich, nicht generell beantworten. Ich würde nur eins sagen. Im Moment haben wir eine Netzstruktur, die sich ausschließlich auf den sogenannten Westen konzentriert. Die Knotenpunkte, man kann das visualisieren, sind dramatisch. Und es gibt ganz wenige Verbindungen sozusagen auch in den südlichen Teil. Und das ist das, was wir im Englischen Digital Divide nennen, eine Trennung der Welt in diejenige, die Zugang zu diesen Informationen haben und diejenige, die nicht haben. Ich persönlich würde mir wünschen, dass wir Wissen als ein, und da sind wir bei Ihren Botschaften, nicht nur als Kommerz und als Unterhaltung, das ist alles legitim, aber nicht nur so begreifen und nicht nur so exerzieren auf dem Markt, sondern dass wir Wissen, und wir leben in einer sogenannten Wissensgesellschaft, tatsächlich erschließen, sodass die Menschen Zugang dazu haben können. Und dann sind wir bei den Botschaften und bei den Erzählungen, die dann den Inhalt dieser Netzzugänge ausmachen. Jetzt lassen Sie uns doch noch mal, Herr Oppitz, vielleicht mögen Sie anfangen, unsere Botschaft, die wir von diesem Global Dialog denn in die Welt hinaus senden möchten, einmal formulieren. Ich habe gerade die Frage gestellt, je mehr Netz, umso schlechter für die Kultur in Zukunft oder umso besser. Wie ist Ihre Meinung? Also, ich möchte in diesem Zusammenhang einen Baroja von Neuguinea zitieren, der sagt, auf Pidgin, ich kann es nicht sehr gut, if we didn't have custom, we would be just like white men. Das heißt,
diese Leute wissen genau oder ahnen, was sie sich einhandeln, wenn sie alles aufgeben, was sie selber hatten. Und was sie selber auch in den Kontakten mit den neuen zivilisatorischen Dingen machen können. Ja? Da gibt es selbstverständlich auch merkwürdige, unterschiedliche Arten, mit solchen Globalisierungen umzugehen. Ja? Beispielsweise mit der Elektrizität. Im Himalaya, wo ich das selber gesehen habe, wo das erste Mal elektrisches Licht angegangen ist, fanden die das für eine Sekunde oder für drei Sekunden fantastisch, dass es so hell wird. Dann aber ging sofort eine Diskussion los, gehen dann die Geister weg? Und sie haben wie Religionsphilosophen darüber lange diskutiert und was haben dann gesagt. Was würden Sie denn sagen, jetzt gehen die Geister dann weg? Ja, ne? Die Guten oder die Bösen oder beide? Alle. Das weiß ich selber nicht. Das kann ich nicht beurteilen. Man hat good spirits. Licht definitely good spirits. Good spirits. But good let me tell you one thing. You know, these mediating technologies are only in the very first stage of their modern evolution. They are still very crude. They are unpersonalized. They are unwieldy. They are poorly matched to the human needs of their users. We are still seeing just the very nascent. I mean, this is why I chose not to use these so much in my basic needs pavilion, because I just thought there's going to be a plethora of big screens and monitors that nobody looks at in any case. And they're not personal, they're not interface. There's no human interface in them. And so they're very new. And things will develop that will make it accessible even for the illiterate or person who doesn't know what digital technologies are, to be able to use them. And to go much further, I think there may even still be some implants, who knows, in the human being that will help us understand, make our brain race faster. They are matters of concern, because I'd like to know who owns this. I want to know who will own it and who will control it. But I will never give up my probe. I will still go for the technologies. It's just a question of how are we going to use it, who's going to govern it, how I'm going to buy it, and how I'm going to empower myself to be able to use it. I think these, we shouldn't shirk these. I think we should, the fact that it's going to happen is no use asking us, but is, what do you do? Of course it's going to happen. The future of the world, if there's one thing certain that you can say, it is, it's moving towards technologies and its digitization, it is going to happen. Whether you take up a war for it or whatever, it's going to happen. So now the best way is to use these as instruments and use them to empower yourself. So the man who's the shaman who has to, or the storyteller, and I can narrate hundreds and hundreds of wonderful, brilliant people who are vulnerable suddenly because this television media ignores them. There's no reason. If there is a right sensitive man behind that camera, and if there's the right kind of person who directs that, and if there's the right kind of money to get to put him on the television so he feels comfortable, and he's willing to talk to the rest of the world. It happens also. One just has to find them. I wouldn't fear any of this, and I would not like to say, I would like to push all these people as these poor buggers, you know, going to be done in with this new technology. I mean, these people have got, they're thinking people too, and they will find a way to answer this new change. Mm-hmm. Sie stehen ja eigentlich auch, wenn ich das mal so resümiere, aus dem, was Sie gesagt haben, eher positiv gegenüber der Entwicklung, oder, Frau Matsch? Ja, ich glaube, es gab eine Zeit, wo wir unsere Intuition hatten. Und dann gab es eine Zeit und verbunden waren mit der Erde, mit der Natur, mit dem Universum, mit Gott, mit was auch immer. Und dann haben wir das Rad erfunden zum Beispiel und ab dem Moment gab es kein Zurück mehr, sondern nur weitergehen. Und ich denke, das tun wir. Und wir tun es auch in dem Wissen, dass wir unsere Intuition wiederfinden müssen und den Weg dazu. Also Wissen und Wissen, dass all das Wissen uns lernt, vergessen und wieder zurück zu den Wurzeln und wieder den Kreis. Und wieder neu anfangen, ja. Wissen. Jetzt hätte ich es verkehrt rum. Jetzt wollte ich noch ein Zitat von Ihnen heute nochmal, wo ich mit dem Tagesspiegel begonnen habe, mit dem Tagesspiegel aufhören. Sie haben gesagt, das Thema der kulturellen Identität stehe ganz, ganz oben auf der Agenda der Regierung.
Steht, ist von Ihnen geschrieben. Ja, ist von, hab ich nicht. So. Ne? Also oder stimmt das nicht? Steht nicht oben auf der Agenda, sondern verstehen Sie, denn eine Regierung kann keine kulturelle Identität. Deshalb wollte ich doch noch mal nachfragen, Gesetz warum dekretieren. Sie das geschrieben haben. Das Thema als solche ist in der Tat virulent, nicht nur im Rahmen der Globalisierung, sondern auch im Rahmen der sogenannten Harmonisierung europäischer Regelung und Rechte. Das heißt, wir haben zum Beispiel eine kulturelle Eigenheit in Deutschland entwickelt, die durchaus gefährdet ist zurzeit. Das ist die sogenannte duale Rundfunkordnung. Das heißt privates und öffentlich-rechtliches Fernsehen. Ich bin der Meinung, dass das öffentlich-rechtliche Fernsehen in seinen kulturellen Angeboten, obwohl sie sich kräftig bemühen, das zu reduzieren, immer noch dem privaten weit überlegen ist. Aber die Europäische Union, das heißt vor allem die Wettbewerbskommission, unter Aufforderung privater Fernsehanstalten ist der Meinung, dass Gebühren Beihilfen sind, das heißt wettbewerbsrechtlich problematisch. Ich bin der Meinung, dass auch die Kirche in großer Konkurrenz mit anderen privatrechtlichen Körperschaften, zum Beispiel Krankenhäusern und Ähnlichem, steht und ebenfalls Beihilfen hat. Soll sich doch die Europäische Kommission um die Kirche kümmern. Das haben die Kaiser auch um 500, 600 Jahre lang versucht, sind immer dabei gescheitert. Und in der Zwischenzeit wollen wir unsere kulturelle Identität, das heißt nämlich die in dem spezifischen Bereich Fernsehen, das heißt der dualen Rundfunkordnung, beibehalten. So ist das gemeint mit also der kulturellen diese Identität. Kulturelle Identität und mehr ja, steht, ja. Sagen wir nicht ganz oben nein, auf der gibt Agenda. Nein, da gibt es kein Rezept. Ich danke Ihnen sehr für die Diskussion. Vielen herzlichen Dank Ihnen für Ihr Interesse. Kommen Sie gut nach Hause. Seien Sie wieder dabei, vielleicht beim nächsten Global Dialog hier auf der Expo, solange sie denn noch läuft. Schönen Dank für heute. Auf Wiedersehen. Heute mal nicht. Ja, Gott sei Dank. No, we still have two. There are two to come.